Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Weiteres technisches Waffenvideo. Dieser furchtbare Krieg in der Ukraine geht ja immer noch weiter und weiter. Und wir haben schon so einige Waffensysteme beleuchtet und auch einige Systeme und Dinge, die nicht dort im Krieg vorkommen, aber womit man vielleicht noch mal rechnen kann und hoffentlich nicht muss. Das hat uns dazu gebracht, dass wir uns auch einmal mit den Kampfhubschraubern aus diesem Krieg befassen. So, wenn ich dann so ein bisschen in meiner Vergangenheit grabe und an Kampfhubschrauber denke, dann fällt mir natürlich als Commodore-Kind ein 1983 Gunship. Ja, das war so eine Computersimulation. Die Jüngeren von euch werden das nicht kennen, die Älteren vielleicht noch. Da hatte man tatsächlich einen Kampfhubschrauber. Ich glaube, das war sogar ein Apache, also ein amerikanischer Hubschrauber. Ich bin mir aber nicht sicher. Konnte man durch die Gegend fliegen. Sehr komplexe Simulation. Und das habe ich immer mit Hubschraubern verbunden. Und dann muss ich auch sagen, das war, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war. Ich glaube, 83 muss es auch gewesen sein. Das fliegende Auge. Da war ich natürlich auch total geflasht von diesem Film. Dieser Hubschrauber, der irgendwie alles konnte und der war auch noch bewaffnet und so weiter. Und das war schon mega. Und dann toppe ich das natürlich auch noch mit Rambo Teil 3 in Afghanistan. Ich glaube, das war 88. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist jetzt alles ein bisschen aus der Hose erzählt. Wo da nachher in dieser Wüste mit den Mujahideen und Rambo gegen diese beiden Hubschrauber oder mehrere Hubschrauber kämpft. Und das waren ja die bösen russischen Kampfhubschrauber. Man muss natürlich aber dazu wissen, Spoiler, Spoiler, die Hubschrauber, die da gezeigt werden, sind natürlich keine russischen gewesen. Das waren französische, einmal eine Gazelle und einmal ein Puma, die ein bisschen umgebaut und umgeschraubt worden sind und sahen dann aus wie, ich glaube, Mi-24 Hubschrauber sollten die dann darstellen. Aber gut, das sah ja gut aus, alles wunderbar. Und das ist so, diese ganze Hubschrauber-Technologie hat mich dann aber doch nicht mehr so in seinen Bann gezogen, bis ich dann im Militär war. Ich bin ja immer noch beim Militär, bis, nein, soll man anders sagen. Als ich zum Militär kam und dann ging es auch irgendwann los, dass ich mit Hubschraubern hin und her musste. Und ich habe meine ganze Dienstzeit, bin ich ein bisschen mitgeflogen, ja, bin ich, und habe dann irgendwann mal so für mich so ein Resümee gezogen. Ich bin immer gestartet, bin aber nie gelandet. Das heißt, also mich haben die Dinger immer irgendwo abgesetzt, in welcher Form auch immer, da will ich gar nicht jetzt ins Detail gehen, aber ich bin nie mit einem Hubschrauber gelandet. Und das muss ich nochmal nachholen. Ich habe ja noch ein paar Jahre und dann werde ich das auch noch hinkriegen. Gut, genug der Worte im Vorfeld. Wir gehen jetzt an die Kampfhubschrauber ran und ich sage euch gleich, das sind eine Menge Informationen. Also da hat Alex eine Menge zusammengetragen und was wir dann daraus gemacht haben, das ist schon wirklich viel, aber auch gut. Denn ihr wisst ja, was wir machen, das machen wir schon richtig. Deswegen auch schon mal großes Lob nochmal an Alex, der sich da echt Mühe gegeben hat. Und wie gesagt, ich sitze ja hier nur und erzähle ein bisschen was. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit den Kampfhubschraubern. Lasst euch mal überraschen, was ihr da alles hört und seht. Und deswegen los geht's. So, wollen wir mal rangehen an die Kameraden hier. Das wird ein sehr komplexes Thema und auch relativ lang, weil wir viele Informationen haben, die wir ja unter die Leute bringen müssen. Ich hoffe, es wird nicht für euch zu langweilig, aber vielleicht können wir das mit dem einen oder anderen guten Bild untermalen und man kriegt einen Eindruck davon, was wir euch hier erzählen wollen. So, schauen wir mal auf die Streitkräfte der Russischen Föderation, denn die nutzen tatsächlich immer noch drei Typen von Kampfhubschraubern, die, ich sag mal, ihre Geburtszeit noch in der Sowjetära hatten, also 89 vor 89, also vor dem Zerfall der Sowjetunion. Und die Entwicklung geht noch weiter zurück. Und natürlich, wie das immer so ist, wurden Systeme, die im Einsatz waren, nach dem Fall der Sowjetunion oder dem Zusammenbruch der Sowjetunion, natürlich noch weiterentwickelt und modernisiert. Also man erfindet das Rad nicht neu, sondern man nimmt es und macht es halt besser. Ja, diese Kampfhubschrauberflotte umfasst rund 450 aktive Maschinen, wobei sicherlich, wie es auch bei den Panzern gehalten wird, dass eine unbekannte Anzahl der älteren Modelle, also die nicht mehr so schick sind und nicht mehr so gut sind, die in Reserve oder irgendwo eingemottet sind und bei Bedarf wieder aktiviert werden. Ja, da müssen wir nochmal einen Schritt zur Seite machen. Also es gibt auch noch ungefähr 800 Exemplare des Transporthubschraubers MIL-MI-8 17 und 171. Und warum sprechen wir den hier an? Weil man den auch noch, ich sag mal, Kampfwert steigern kann. Also man kann dort Waffensysteme anbringen und somit hat man aus einem Transport einen Kampfhubschrauber gemacht. Da wollen wir aber jetzt nicht weiter drauf eingehen.
Ja, und wir sollen nicht nur auf Land und auf Luft schauen, wir müssen natürlich auch mal zu den Matrosen gucken, also in die maritimen Aspekte der Streitkräfte. Also es gibt natürlich noch einen Angriffshubschrauber für den maritimen Bereich, das ist der Typ KA-29. Da wollen wir aber auch nicht ran. Wir konzentrieren uns heute auf diese drei Typen, MILMI-24, den Kamov KA-50-52 sowie den MILMI-28. Ja, und dieses Trio wollen wir euch heute vorstellen, aber den Schwerpunkt legen wir auf den KA-52 und stellvertretend für die anderen dann auch gleich die Entstehungsgeschichte, die wir dann beleuchten wollen, weil hier die konstruktive Gestaltung, ich sag mal, im Vergleich zu der internationalen Konkurrenz sich deutlich abhebt. Ja, da müssen wir mal gucken, warum wurden überhaupt diese Kampfhubschrauber entwickelt? Das war eigentlich relativ einfach nach Ende des Zweiten Weltkrieges und es gab ja im Kriege schon einige Hubschrauber, die geflogen sind, aber waren natürlich nicht eingesetzt, haben die Amerikaner den Bell AH-1 Attack-Helikopter entwickelt, also die Cobra. Da schauen wir mal auf den Vietnamkrieg. Wie gesagt, wir sind hier noch bei den Amerikanern und wie ihr das alle kennt aus den Serien, Namen und verschiedenen Rambo-Filmen und so weiter, haben wir dort immer die Bell gesehen, also die Bell UH-1. Quasi das Arbeitspferd der Truppen dort. Aber man musste natürlich auch dieses Arbeitspferd irgendwie schützen. Dafür waren die Flugzeuge natürlich wieder zu schnell. Und man musste für die, ja, ich nenne es jetzt mal Landephase, also wenn die Truppen landeten mit ihren Bells, dann musste man natürlich irgendwie Deckung geben aus der Luft und Feuerunterstützung liefern und gleichzeitig auch eventuell dann Landezonen absichern. Ja, und da man so schnell nichts entwickeln konnte, hatte man auch genau, wie man sich das heute vorstellt, schnell irgendwas umgebaut und hatte quasi die UH-1B bewaffnet, beziehungsweise die Bell bewaffnet und nahm sich auch den großen CH-47 Chinook vor, also den mit den zwei Rotoren, um den als, ja, ich sag mal, Ersatzkampfhubschrauber zu nutzen. Ja, das war natürlich nichts Halbes und nichts Ganzes und man nahm die Erfahrungen aus den Kriegen oder aus dem Kampfgebiet und wollte dann wirklich ein richtiges Gunship entwickeln, das schwer bewaffnet eingesetzt werden kann oder eingesetzt werden konnte, wo es dann wirklich brannte. Ja, Anfang der 60er Jahre hat die Firma Bell dann mit dem Sioux Scout eine bewaffnete Variante geschaffen, die im Koreakrieg genutzt worden ist. Das war auch die Geburtsstunde der sogenannten Tandem-Anordnung. Das heißt also, im Kinnturm vorne saß der MG-Bediener und hinter ihm etwas erhöht war der Pilot, dass man quasi in einer Fluchtrichtung war und nicht nebeneinander gesessen hat. Und dieses Tandem-Modell war so erfolgreich, dass wir das ja heute in den modernen Kampfhubschraubern immer noch sehen. Ja, und auf dieser Grundlage entstand dann natürlich der Nutzung bewährter Komponenten des UH-1 Hui-Transporters, das sogenannte Modell Bell 209, die auch später als Bell Cobra bekannt wurde. Und die dann auch, und jetzt kommen natürlich die Spezialisten von euch wieder, die konnten den Panzerabwehrflugkörper BGM-71 Tow nutzen oder wurden damit bewaffnet. Und dann hatten wir plötzlich panzerknackende Hubschrauber. Ja, zurück zur Cobra, die wurde ständig weiterentwickelt und steht noch heute in einer sehr modernen Version und zwar unter dem AH-1Z Viper steht dieses Luftfahrzeug noch bei dem US Marine Corps im Einsatz. Und wie das immer so ist, man schaut natürlich über den eisernen Vorhang rüber und schaut an, was machen die Amerikaner, also müssen die Russen natürlich nachziehen. Damals war es ja noch die Sowjetunion und die arbeiteten natürlich auch an Konzepten zur vertikalen Verbringung von Truppen und Material. Aber eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des Kampfhubschraubers spielte dieser Herr hier, ich versuche das mal richtig auszusprechen, Michail Leontjevich Mil. Ja, und warum? Denn seine Vorstellung wich deutlich von den Konzepten der US-Konstrukteure ab. Mil, also wir sagen jetzt mal nicht hier Michail Leonowitsch Mil, sondern einfach nur Mil, entwarf ein als V-24 bezeichnetes Konzept für einen rotorgetriebenen Schützenpanzer, der im Einsatz eine mehr an die gefürchtete Sturmovik erinnerte. Also Sturmovik, dieser Sturmvogel, dieses gepanzerte Flugzeug, das man im Zweiten Weltkrieg einfach nicht abschießen konnte. Im Jahre 1967 erfolgte dann eine offizielle Ausschreibung für einen Kampfhubschrauber. Also sollte neben Mil auch eine zweite sowjetische Konstruktionsfirma oder ein Konstruktionsbüro etwas entwickeln. Und das ging dann unter dem Herrn, und jetzt wird es wieder schwierig für mich, Nikolai Iljich Kamov.
Ja, das ist natürlich in der Entwicklung immer super, wenn man zwei konkurrierende Bereiche hat. Dann geben sich natürlich immer mehr Mühe, als wenn man nur einen Auftrag oder ein Entwicklungsbüro hat, das daran rumschraubt an der neuen Entwicklung. Und so ist natürlich immer so ein bisschen dieser Konkurrenzgedanke dabei. Ja, was machte dieser Herr Kamov? Er hatte mit dem Ka-25 den ersten für den Einsatz, und jetzt aufpassen, auf Schiffen vorgesehenen sowjetischen Hubschrauber entwickelt. Wobei er das von ihm bevorzugte Prinzip des Koaxialrotors angewandt hatte. Dabei werden zwei Hauptrotoren übereinander in gegenläufiger Drehrichtung zueinander montiert. So, und jetzt denkt man natürlich erstmal darüber nach. Leute wie ich, die in der Schule nur singen und klatschen hatten, denken sich natürlich jetzt, warum zwei Rotoren übereinander und gegenläufig rotierend? Da müsste ja aus medizinischer Sicht schon bei mir Rauch aus den Ohren kommen, aber weit gefehlt. Da haben die sich natürlich was dabei gedacht, weil der Standardhubschrauber hat ja einen Heckrotor, und der stabilisiert ja dieses Flugobjekt in der Luft. Und wenn man diese beiden Hauptrotoren übereinander gegenläufig rotieren lässt, stabilisiert es den Hubschrauber natürlich, und man braucht diesen, ja, Heckrotor einfach nicht. Ja, trotz alledem setzte sich aber ganz am Ende des Tages der Entwurf von dem Mil durch, und wie bei der Bell in den USA nutzte auch Mil erprobte Komponenten seiner erfolgreichen Modelle Mi-8 und Mi-14. Und so kamen Haupt- und Heckrotor von der Mi-8, der Antrieb in Form der Klimnov TW3 117, also des Triebwerks von der Mi-14, und das wurde dann alles schön zusammengebraten. Jedoch glich schon der finale Entwurf kaum noch den ersten Modellen im Maßstab 1 zu 1. Dafür waren nicht zuletzt die verschiedenen Forderungen des Militärs verantwortlich, die neben zwei Triebwerken auch den Austausch der starren 23 mm Maschinenkanone gegen eine schwenkbare Waffe im Kaliber 12,7 mm verlangten. Und das ist ja immer das Problem. Konstrukteure entwickeln ja ein Kunstwerk, dann kommt das Militär und sagt, wir hätten gerne noch dies und das und jenes, und das muss auch die eierlegende Wollmilchsau werden. Und deswegen dauern Entwicklungen ja in der Regel länger. Und wenn sie dann fast fertig sind, hat irgendjemand noch eine tolle Idee, also die Militärs natürlich, und sagen, wir brauchen dies und das, und deswegen verzögert sich das, und irgendwann ist das Ding so schwer, fliegt dann nicht mehr. Nein, Spaß beiseite. Also so funktioniert es in der Rüstung auch, und dann ist das eben, was die Militärs verlangen, muss der Konstrukteur dann eben mit einbauen. Ja, und gleich zu Beginn an war die Ausstattung mit Panzerabwehrflugkörpern vorgesehen. Also die hatten schon die Zeichen der Zeit gesehen. Und schon 1972 waren die ersten Einheiten der Mi-24A einsatzbereit. Die A-Version galt aber trotzdem als reine Zwischenlösung, was durch die schlechten Erfahrungen der Einheiten noch unterstrichen wurde. Also so eine Art Testhubschrauber. Ja, hier war natürlich auch Schuld, dass das Ding ungenügend bewaffnet war. Die Bordkanone fehlte auch noch, und das Panzerabwehrflugkörpersystem, und hier reden wir vom 9M-17M Phalangarn, also im NATO-Jargon die AT-2 Swatter mit dem MC-LOS-Lenkverfahren, erwies sich da als völlig ungeeignet. Und wenn man dann schon so eine fliegende Festung hat, die nichts kann, dann ist man natürlich ein bisschen ungehalten. Ja, kurz mal dieses MC-LOS angesprochen, also das steht für, oder MCLOS, Manual Command to Line of Sight. Das heißt also eine Steuerung der Waffe über Sichtverbindung. Will sagen, der Schütze muss den Flugkörper von Hand ins Ziel lenken. Da ist nichts mit Fire and Forget. So eine Lenkung eines Flugkörpers war für einen liegenden Schützen am Boden schon echt schwierig, also eine Herausforderung. Und jetzt muss man sich überlegen, da sitzt einer im Hubschrauber, der klattert die ganze Zeit hin und her, und dann soll er noch einen Flugkörper ins Ziel lenken. Also zu Hause auf dem Sofa mit der PlayStation ist das sicherlich einfach, aber im Angriff, wenn man auch noch beschossen wird, ein reines Glücksspiel. Die Erfolgsquote war natürlich mit 30% nicht gerade hoch. Ja, und weil das nicht so gut funktioniert, dann haben wir natürlich diese ungelenkten Raketen im Kaliber 50 oder 80 mm, hängte die in einer großen Anzahl unter die Flügel, und dann hatte man natürlich eine wahnsinnige Kampfkraft, weil wenn der erstmal anfing zu spucken, dann blieb da auch kein Auge trocken, und die NATO nannte den Hubschrauber auch dann den Hind, also HIND, also Hirschkuh, weil das eben so ein Riesenapparat geworden ist. Und außerdem, also wenn der voll bewaffnet war, konnte er auch noch 8 Mann mitnehmen und ins Gefecht tragen.
So, jetzt wird es natürlich ein bisschen technischer. Also dann gab es natürlich auch nach der A bald die B-Version. Da wurde die Flugzelle, also dass der Korpus wurde behalten, aber die vierläufige 12,7 mm Yak-B-Bordkanone wurde eingebaut und das ist natürlich eine Feuerkraft. Das ist schon wirklich heftig. Dann wurde auch nochmal die 9M17P, also eine Panzerabwehrwaffe, die im Salclos-Verfahren gelenkt wurde, eingebaut, also verbessert. Und hier war die Trefferquote nicht mehr 30, sondern 80%. Ja, dabei musste der Schütze den Flugkörper nicht ins Ziel leiten, sondern nur das Ziel im Fadenkreuz halten. Das ist natürlich auch schon schwer, aber das war eben erfolgreicher. Ja, die Entwicklung ging natürlich weiter bis zur D-Version, also mit dem Hind D war nach einer umfassenden Überarbeitung die Zelle geschaffen oder geboren, wie wir den heute kennen, also dieses ikonische Äußere des Mi-24 Hubschraubers, das wir heute kennen. Ja, auch das Cockpit hatte sich verändert, also dieses breite Cockpit, wo zwei Piloten nebeneinander saßen und vor ihnen unten der Schütze war, wich dann auch diesem schlanken Tandem-Cockpit für den Bordschützen und dahinter sitzt der Pilot, so wie wir es heute kennen. Für beide natürlich wesentlich besser, weil man kann nach links und rechts, nach oben und unten gucken, ohne dass man plötzlich dem einen ins Ohr guckt, wenn der einen neben einem sitzt. Und so, wer glaubt, so einen Hubschrauber kann man leicht abschießen, da muss ich dann auch täuschen, denn diese russischen Hubschrauber, die hatten nicht nur Panzerglasscheiben, sondern die hatten auch massive Panzerungselemente aus Titan. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und wie das immer weiterging, also es wurde alles Mögliche verbessert, es wurden andere Filter eingebaut, die Flugstundenanzahl wurde erhöht, das Waffensystem wurde hier und da wieder, ich sag mal, verbessert, aus Erfahrung lernt man natürlich. Und dann gab es nachher die E-Reihe schon, eine Exportversion wurde natürlich auch gebaut, die natürlich doch noch ein bisschen anders war. Auch die Bewaffnung änderte sich natürlich wieder, also der Hind E, also Echo, hatte nachher schon die 9M114 Sturm V-Panzerabwehrrakete, also im NATO-Jargon die Spiral, verschossen, die aus verriegelten Startrohren abgefeuert worden ist. Ja, auch Triebwerke wurden verändert, da haben wir nachher nochmal das 117V-Triebwerk, das hatte dann 2225 PS und das, ich sag mal, rechnet sich natürlich, wenn man in hochgelegenen Ebenen fliegt und man hat so viel PS, dann kann man auch noch so einen Riesenhubschrauber über die Hügel bewegen. Ja, dann müssen wir mal die Hörner ansprechen, also bei der Hind E- oder Echo-Version waren diese SPO-15 Radarhörner hinter dem Pilotencockpit angebaut. Ja, und so ein schwer bewaffneter Hubschrauber war natürlich auch ein gern gesehenes Ziel für feindliche Bodenluftraketen und hier musste man natürlich aufrüsten und somit wurde die ASO-2V Täuschkörperwerfanlage noch montiert und dann später die L116V11 Echo Lipa, das ist ein Infrarotstörer. Ja, und den großen Blutzoll bezahlten natürlich die russischen Hubschrauber im Afghanistan-Krieg. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Manpads. Das haben wir nun alles mit der Strela und der Stinger schon gemacht. Oder auch dem Red Eye. Also das fanden die Sowjets nicht so gut und haben natürlich auch ihre Gegenmaßnahmen verbessert. Ja, zwischen 1976 und 1986 wurden gut 1000 Exemplare hiervon gefertigt. Also der Mi-24P Hind F war nun also die letzte Entwicklungsstufe des ursprünglich mal geplanten Mi-24 Kampfhubschraubers. Ja, und der sieht auch nochmal anders aus hier. Das augenscheinlichste Merkmal ist der Wegfall des Kinnturms gewesen mit dieser 12,7 mm Bordkanone. An ihrer Stelle führte F-Version, ich sage jetzt auch mal Foxtrot-Version, eine starr an der Steuerbordseite montierte doppelläufige GSH-230 30 mm Kanone mit einem 470 Schuss fassenden Magazin. Und 30 mm Kanone, wir erinnern uns, Me-262 Bordkanone, 30 mm. Das ist schon ein Kaliber, wenn das aus der Luft abgefeuert wird, das macht schon ordentlich Löcher. So, warum spreche ich das an? Weil diese Bordkanone oder diese Bewaffnung in diesem Hubschrauber bis zum Erscheinen des Apache-Hubschraubers der Amerikaner die stärkste Bordkanone in einem Hubschrauber war. Ja, also von diesem waffenstarrenden, fliegenden Monster wurden dann noch bis 1989 620 Exemplare gefertigt.
Auch diente er als die Grundlage für die Exportvariante. Also Exportvarianten sind ja immer ein bisschen abgespeckt. Das war dann der MI-35P, der auch nach 89 weiter gefertigt wurde. Also wenn die Aufträge aus dem Ausland kommen, dann bauen wir das Ding natürlich weiter. Das ist natürlich dann für die Rüstungsindustrie bares Geld. Ja, auch hier wurde immer weiterentwickelt, bis man dann irgendwann den MI-24PN entwickelte. Also das N steht für noch neu, das heißt also nachtfähig oder nachttauglich. Das heißt, man konnte auch wirklich in der Nacht einen kampffähigen Hubschrauber an den Feind bringen. Ja, wenn man mal schaut, wo sich diese Hind-Variante überall rumtreibt, dann kommen wir auf 60 Länder in dieser Welt, wo dieses fliegende Ungetüm im Einsatz ist. Ja, man soll es gar nicht glauben, selbst die US-Armee hat nach offiziellen Angaben 7 dieser Mi-8/17 und einen Mi-24 Hind für Ausbildungszwecke. So, und jetzt muss man natürlich, wenn man sich mit der Hubschrauberei ein bisschen auseinandersetzt, wissen, die westlichen Kampfhubschrauber verstecken sich irgendwo, kommen kurz hoch, schießen und verschwinden wieder. Das machen die Russen ganz anders. Wenn die angreifen, dann kommen die angeflogen, volles Rohr, volles Ballett und dann wird angegriffen, alles wird geschossen, was da ist, und dann wird wieder abgedreht. Und das ist natürlich eine sogenannte Jagdbomber-Taktik und keine Kampfhubschrauber-Taktik. Aber wie gesagt, der Russe macht es so und scheinbar hat sich das dann auch bewährt. Großer Nachteil ist natürlich, wenn ich volles Orchester in den Feind reinfliege, dann kann ich natürlich Pech haben, wenn da 5, 6, 7, 8 Mann mit Strelas oder Stingers oder Red Eyes stehen, dass man dann auch ganz schnell bei seinen Hubschrauber verliert. Ja, und wenn wir den Berichten glauben oder den Quellen glauben können, dann haben die Russen ungefähr 320 dieser unterschiedlichen Varianten im Dienst und wir wissen auch nicht genau, wie viel davon einsatzbereit sind. Ja, kommen wir mal zum nächsten Kameraden hier, das ist der KA-5052 und der MI-28. Müssen wir nochmal zurück in die 70er Jahre, also guter Jahrgang, ne? 71 ist ein guter Jahrgang, wollte ich nochmal sagen. Ja, was machte man wieder? Man nahm wieder den Mil und man nahm den Kamov und sagt hier, entwerft mal was und legt uns das mal vor. Konkurrenz belebt das Geschäft und so entstanden die Typen Mil Mi 28 oder auch im NATO-Jargon der sogenannte Havoc und der K50 oder KA50 im NATO-Jargon Hokum. Und den Namen habt ihr sicherlich auch schon öfter mal gehört. Die Prototypen waren schon Ende 82 fertig und die ersten Erprobungen begannen. Das ist ja quasi so, das fliegt mal los, das Ding, und dann werden die Kinderkrankheiten beseitigt. Und natürlich verwirrte diese Entwicklung die NATO-Beobachter, nennen wir das mal nicht Spione, weil die sich nicht im Klaren waren, warum zwei gleichzeitig oder parallel entwickelt wurden. Ja, also machte man sich Gedanken und kam dann nachher auf die Idee, dass der Mi 28 dann eher ein Kampfhubschrauber wird und der KA-50, weil er eben wieder dieses andere Rotorensystem hatte, eher ein Jagdhubschrauber werden sollte. Ja, wofür brauche ich einen Jagdhubschrauber? Natürlich, um andere Hubschrauber abzuschießen, und zwar die, die meine eigenen Panzer jagen. Also wenn ich dann einen Kampfhubschrauber habe, der Panzerabwehrhubschrauber abschießt, dann habe ich ja schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. So, und jetzt klingelt es natürlich bei den Älteren unter euch, denn wissen wir ja auch, was war die Aufgabe damals an der Bundeswehr von dem Jagdbomber Alpha Jet. Der war natürlich im Ernstfall darauf ausgelegt, die Mi-24 der Sowjetarmee und auch der NVA zu jagen. Ja, aber dass man hier völlig auf dem falschen Pferd war, das merkte man erst, als später der eiserne Vorhang fiel und dann war einem klar, dass das doch eine ganz andere Idee war. Ja, in der Sowjetunion waren natürlich alle am Testen und am Probieren und wie entwickle ich den Hubschrauber am besten. Aber eigentlich diese beiden Typen, man fand eigentlich keine wirkliche Überlegenheit von dem einen über den anderen. Ja, und schwuppdiwupp zerfiel die Sowjetunion und dann kann man natürlich so ein Projekt nicht mehr finalisieren. Ja, es dauerte natürlich eine Zeit lang und dann Mitte der 90er Jahre, also als sich die Ökonomie in Russland so ein bisschen stabilisiert hat, konnte man diese Arbeiten an dem System fortführen. Ja, Mil und Kamov wollten sich natürlich über Wasser halten mit Export, aber ich glaube, keiner wollte so richtig was aus der zerfallenen Sowjetunion haben. Das dauerte dann bis 2010, bis dann endlich im Export ein bisschen was oder ein wenig Bewegung kam. Also eine Handvoll dieser KA-50-Entwicklungen wurden dann 1995 in Dienst gestellt und dann sah man diese KA-50 auch in dem zweiten Tschetschenienkrieg, also 2000, 2001, als Aufklärungshubschrauber.
Das war natürlich Blödsinn, weil man nimmt natürlich am liebsten einen, ich sag mal, Konflikt oder Krieg, um seine Waffen auszuprobieren. Da gibt es ganz interessante Informationen vom ersten Irakkrieg, was da alles so ausprobiert worden ist. Da will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ja, und scheinbar war die, ich sag mal, der Erfolg oder der Einsatz von dem KA-50 in diesem Krieg, Tschetschenienkrieg, nicht so erfolgreich, weil man diese Weiterentwicklung dann einstellte. Ja, und man kann es natürlich erraten, die Mi-28 kriegte natürlich den Zuschlag und die Mi-28N, also nachtkampffähig, kam dann 2006 mit ca. 120 Exemplaren zur Truppe. Ja, 13 Jahre später, also 2019, waren noch 88 dieser Maschinen aktiv im Einsatz. Ja, kommen wir nochmal zu dem KA-52 Alligator, der dann ab 2008 produziert wurde. Und da wurden dann tatsächlich 150 Maschinen bestellt und auch produziert. Stand 2022, 98 davon sollen noch im Dienst sein und davon 3 als Marine-Variante KA-52K. Ja, ich weiß, jetzt geht es natürlich gleich wieder los mit dem Handyvideo. Was wurde da abgeschossen? Ich habe ja schon mal gesagt, also wir analysieren keine Handyvideos. Aber wir vermuten, dass bis jetzt, also bis heute, 2 Exemplare verloren gegangen sind oder beziehungsweise abgeschossen worden sind. Ja, dann gucken wir uns den KA-52 Alligator doch nochmal an. Ja, wie schon erwähnt, geht der KA-52 auf den einsitzigen KA-50 alias Black Shark zurück. Das wohl auffälligste Merkmal der Kamov-Konstruktion ist die bereits erwähnte Nutzung von diesem Koaxialrotor. Das hatte ich ja schon mal erklärt. Das ermöglicht natürlich den Verzicht des Heckrotors und die relativ kompakte Bauform begünstigt natürlich noch diesen Hubschrauber. Mein Gott, ich will immer Flugzeug sagen. Dann schauen wir uns gleich den KA-52 an. Also das ist kein KA-50, in den man noch einen zweiten Sitz reingequetscht hat, sondern das war eine weitere Entwicklung, die 1995 schon im Gange war und der Erstflug war schon 97. Die Entscheidung zur Einführung in die russischen Streitkräfte hier fiel 2006, wobei die Serienfertigung erst 2008 begann und die ersten Maschinen dann erst 2011 in Dienst gestellt wurden. Also 5 Jahre, das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, der KA-52 wird als Tag-Nacht-kampffähig und allwetterfähig auch für Aufklärung genutzt oder kann genutzt werden, ist aber als Angriffshubschrauber ausgelegt. Zum Antrieb, da haben wir 2 TV3 117 VMA, das ist eine neue Triebwerksvariante, die mehr oder weniger alle sowjetischen oder russischen Hubschrauber antreibt. Die Marine-Variante hat nochmal einen anderen Motor. Und dann haben wir nochmal dieses besondere Rettungssystem CAS-37-800M. So, und wer jetzt natürlich an Schleudersitz und diesen blöden Witz denkt, wenn ein Hubschrauber abstürzt und ich betätige den Schleudersitz, dann werde ich durch den Rotor durchgeschossen und werde dann in schönen Scheiben über das Feld verteilt. Natürlich ist das nicht so, sondern wenn man sich mal Schleudersitze von Hubschraubern anguckt und das System dahinter, zum Beispiel wie bei der Firma Stanley Aviation aus den 60ern, da haben die das nämlich schon entwickelt. Hier wird natürlich erstmal das Kabinendach weggesprengt, dann werden die Rotorblätter weggesprengt und dann werden die Insassen samt Sitz mit einer Rakete aus dem Cockpit gezogen. Dann wird man vom Sitz getrennt und dann geht der Fallschirm auf. Also so funktioniert das beim Hubschrauber. Also man wird nicht durch den drehenden Rotor geschossen, also völliger Blödsinn. Auch hier das Cockpit gepanzert, also soll bis Geschosse Kaliber 20 mm aushalten. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und die Piloten sitzen hier wieder nebeneinander und haben sogar identische Steuerorgane. Das heißt, wenn einer von beiden ausfällt, dann kann der andere immer noch weiter fliegen. Das heißt aber auch, beide müssen den Hubschrauber fliegen können. Ja, und dieses Fluggerät hat natürlich alles an modernen Systemen an Bord, so wie Millimeterwellenradar im Bug, also das FH-101, dann Tages- und Restlichtverstärker, Kameras, Wärmebildgerät, Laserentfernungsmesser und Zielbeleuchter. Also das ist schon ordentlich zugepackt. Dann hat man noch diesen integrierten Selbstschutz oder das Selbstschutzsystem L370W52 Vitebsk. Ja, das ist natürlich das übliche Infrarot- und Radar-Täuschkörpersystem und diese Täuschkörper werden aus 4 Werfern verschossen. Und dann haben wir noch das DIRCM-System, also das
Präsident S-System. Dieses System greift nach Erkennen eines Raketenstarts den Suchkopf der Rakete mit einem Multibandlaser an und soll die Waffe so ablenken. Ja, was macht den KA-52 so gefährlich? Der kann eine Unmenge von verschiedenen Waffen zum Einsatz bringen. Also wir reden hier von ungelenkten Raketen vom Typ 9K120 Ataka, also im NATO-Jargon die AT-9 und die 9K121 Viecher, NATO-Jargon AT-16. Damit können Panzer und andere gehärtete Ziele bekämpft werden. Die Bekämpfungsreichweite hier beträgt bis zu 8000 Meter. Was aber in der Praxis kaum so zum Einsatz kommt. Warum ist das so? Weil der Hubschrauber sich dann in einer großen Höhe zeigen müsste, um diese Entfernung zu schießen oder auf diese Entfernung zu schießen. Und das macht ihn natürlich leicht angreifbar als langsam fliegendes Luftziel. Ja, angeblich können die Dinger auch die sogenannten Luft-Luft-Flugkörper R-73, also den AA-11 Archer, mitführen. Das ist aber nicht bewiesen. Und die Marinevariante soll auch einen Anti-Schiffsflugkörper CH-31 und 35 tragen können. Aber ob so ein 500 Kilogramm schwerer Flugkörper von einem Hubschrauber wirklich verschossen werden kann und soll, ist natürlich eine große Frage. Ja, natürlich haben die alle noch eine Bordkanone, also die 2A42-Kanone des Kalibers 30x165 mm. Ist natürlich ein schweres Geschütz, das kann zwischen 200 und 800 Schuss die Minute zum Einsatz bringen. Ja, und jetzt natürlich die große Preisfrage, war der Mi-28 schon in der Ukraine im Einsatz? Also uns ist nichts bekannt, wir haben auch keine Quellen gefunden, dass er dort zum Einsatz gekommen ist oder, und jetzt kommt es wieder, mit Handys gefilmt worden ist. Wir gehen davon aus, dass dieses vor Waffen starrende Gefährt höchstens nachts eingesetzt wird oder ausschließlich nachts, weil da die Gefahr durch die Manpads so reduziert ist, dass die nicht abgeschossen werden können. Ja, jetzt nochmal kurz auf den Export zu kommen. Der Mi 24 wurde ja nun schon sehr gerne genommen, aber die Nachfolgemodelle waren dann doch nicht so beliebt. So kann man sagen, dass der Mi 28 in sehr geringer Stückzahl in Weißrussland, Algerien, Venezuela und im Irak in Betrieb sind. Und vom K-52 ist nur bekannt, dass er bisher nach Ägypten exportiert worden ist. So, das war eine Menge Informationen zu den Kampfhubschraubern, die russischen und ukrainischen, beziehungsweise in der russischen Armee. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen die Augen geöffnet, was das für Maschinen sind und was die können. Und ich hoffe, dass ihr am Ende des Tages die ein oder andere Information mit nach Hause nehmen könnt. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so lange durchgehalten habt und bleibt gesund und auf bald. Разрешил цель сот, это цель 3500. Огонь!